Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Gerade ist windstill, also wir haben Glück. Normal gab es den ganzen Tag Wind, also mal gucken, wie weit wir kommen. Falls das ein bisschen abdriftet, werde ich nachvertonen und ihr dürft dann den Bildern folgen und ich werde ein bisschen was dazu erzählen. Heute werden wir uns drei Bereichen widmen. Einmal geht es um die Gartenplanung, die Gartengestaltung und Planung, Projekte und so weiter über den Gartenzaun hinaus. Da sind ganz viele wichtige Infos für euch. Es gibt ja Projekte, die nebenbei laufen. Ein bisschen was habe ich ja schon gelüftet, die Geschichte mit dem Restaurant. Ansonsten gibt es noch andere Sachen, von denen ich ganz gerne erzählen möchte. Es ist soweit, ich möchte das rausposaunen. Ihr könnt dabei sein, wie etwas ganz Neues entsteht. Aber das zum Ende des Videos erst. Vor kurzem Hashtag FragLars eingeführt auf meinem Kanal, für alle, die das noch nicht mitgekriegt haben. Ihr habt die Möglichkeit, unter jedem Video, was ich habe, unter dem Hashtag FragLars mir eine Frage zu stellen, zu irgendeiner Thematik, wie auch immer, oder irgendwas, was ich behandeln soll, irgendwas anstoßen, da könnt ihr auf jeden Fall was schreiben. Dann die Möglichkeit, Kommentare rauszufischen, wo der Hashtag FragLars dabei steht. So hält das alles kompakt und ich kann, wenn es dann losgeht zu dem Thema, mir das gebündelt anzeigen lassen und mir rauspicken, was als nächstes dran ist. Ja, also so habt ihr die Möglichkeit auch mal mit euren Gedanken bei mir in einem Video zu landen. Womit geht's los? Mit der Gartenplanung. Und wo waren wir gerade? Hashtag FragLars. Und dazu habe ich einen Kommentar gekriegt, das lese ich mal vor. Unter dem Hashtag FragLars hat Gärtnern ums Haus folgende Frage gestellt. Wie sieht deine Planung in einem Garten aus? Also was sind deine genauen Ziele für dich und das tolle Stück Natur, was du hast? Also jetzt geht es um die Gartenplanung, das passt da gut rein. Der Sommer ist fast vorbei, der Herbst klopft schon an die Tür. Die Vorzeichen gibt es heute, ein stürmischer Tag, aber auch die letzte Zeit gab es nochmal ein kühles Lüftchen. Die Nächte werden kälter, die Tage werden kälter. Es verändert sich auf jeden Fall ein bisschen was. Ist noch kein Drama, ich stehe hier noch mit kurzer Hose und T-Shirt, also noch geht es mir gut. Diese Zeit möchte ich auch genießen, möchte ein bisschen meine Seele baumeln lassen und hier nur noch nach Lust und Laune irgendwas machen. Aber generell reicht das meistens auch schon für den Garten. Dennoch gibt es bestimmt mal den einen oder anderen kreativen, fleißigen Tag, aber das lasse ich alles freilaufen. Also ich verfolge gerade kein bestimmtes Ziel in meinem Garten. Sobald das dann richtig losgeht mit dem Herbst, werde ich mich auf jeden Fall damit beschäftigen, schon meinen Garten fürs nächste Jahr vorzubereiten. Also da wird es ein bisschen in die Richtung gehen, dass ich natürlich mich um das Unkraut kümmere, alte Sachen raus, Kompost, ein bisschen Sachen ranschaffen für die Beete, also sprich vielleicht mal wieder bei den Pferden vorbeigucken und Pferdeäpfel mitnehmen und hierher karren. Das war auf jeden Fall eine gute Sache im Frühjahr. Dann werde ich mich vielleicht noch um die ein oder andere Aussaat kümmern, die ich dann noch tätigen kann. Knoblauch und so ist ja auch nochmal ein Versuch wert. Ich habe letztens mit einer keine gute Erfahrung gemacht, aber ich würde es ja nochmal testen. Ich brauche ja Vergleichswerte und nicht jeder Winter ist gleich. Nicht jede Knoblauchsorte ist gleich und ich will einfach mal loslegen und weiter Erfahrungen sammeln. Außerdem wird es sicherlich neue Beete geben. Ich werde bestimmt auch vorhandene Beete verändern. Mir gefällt das ganz gut, etwas in der Höhe zu arbeiten. Also Hochbeete ist definitiv mein Ding. An der einen oder anderen Stelle soll noch Quäke verschwinden. Also vielleicht mache ich nochmal was Richtung Gras, so ein Naturhochbeet. Oder was auch immer. Also da gibt es noch ein paar Ecken, da liebäugle ich noch mit. Außerdem habe ich im hinteren Bereich noch Erde. Wie ich das nachher dann verteile, ist nochmal eine andere Geschichte. Übrigens, alles, was ich gerade erzähle, gehe ich quasi nochmal im Detail oder detaillierter gleich in der Gartengestaltung durch. Also für wen das gerade noch zu lange Text ist, ich werde gleich aktiv und rumgehen im Garten und euch Konkreteres zeigen und erzählen. Außerdem will ich mich weiter mit dem Kompostieren beschäftigen. Es gibt ja den Berkeley-Kompost. Generell ist das so, dass ich das ausprobieren möchte, dass noch ein bisschen zu beschleunigen, noch ein paar andere Sachen mit reinbringen, damit da richtig Hitze entsteht und dass sich das richtig gut und schnell verkompostiert. Da habe ich ein bisschen rumprobieren, wird dann die Zukunft zeigen, wie es dann letztendlich geworden ist, aber mein Plan ist das auf jeden Fall. Gut, ich habe es gerade schon angekündigt, ich will noch ins Detail gehen, da geht es um die Gartengestaltung und da gab es einen weiteren Hashtag FragLars Kommentar und zwar von der Sandra Karnath. Die hat mich nämlich folgendes gefragt, Hashtag FragLars, was hast du denn nun mit deinem Pavillon und der Ecke hinter dem Bunker vor? Und damit legen wir auch direkt los. So, hier hinten in der Chill-Ecke gibt es soweit gar nichts zu tun, sehr pflegeleichte Ecke, also absolut pflegefrei. Von der Chill-Ecke ging es dann hier hinten rum, da ist ein kleiner Aufgang
Und dann gibt es hier eine Ecke, danach wurde ich gefragt. In dieser Ecke ist noch Erde, die ich verwenden möchte. Die teile ich auch ein bisschen mit den Jungs nebenan. Die brauchen Erde auf jeden Fall, da gebe ich was ab. Ich habe genug. Und im Moment seht ihr da ein Loch, da liegt auch ein bisschen Müll rum überall. Und auch in der Tiefe gibt es noch einiges zum Ausbuddeln. Da habe ich noch Platten und so weiter gefunden. Da möchte ich noch einiges rausholen. Der ein oder andere Schatz ist da auch noch zu heben. Tatsächlich zum Wiederverwenden. Ich recycle ja gerne, upcycle gerne. Vom Bunker gehen wir jetzt mal nach links und ich stelle die Kamera mal genauso ein, wie es ist. In der Mitte jetzt vom Bild ist die Grundstücksgrenze, die geht einmal bis nach vorne und rechts von der Grundstücksgrenze, also alles hier, ist auf jeden Fall noch richtig viel Erde. Ich habe mich noch nicht entschlossen, wo genau alles hin soll, aber ich habe ja gerade schon erzählt, mir gefällt das ganz gut mit den Hochbeeten und ich denke mal, in dieser Richtung werde ich aktiv oder vielleicht mache ich noch was am Podest oder was weiß ich, also Erde kann man immer gebrauchen. Ein paar Beete will ich auf jeden Fall höher machen, aber was ich mit dem Rest mache, das zeigt dann die Zukunft. Dann stehe ich hier jetzt vor meinem Bunker. Links und rechts hatte ich Tomaten. Beide Stellen sind super. An der linken Stelle hatte ich hinten übrigens eine Gurke, nicht ganz so toll. Das Konzept hier möchte ich aber beibehalten. Für die Planung ist auf jeden Fall gedacht, hier auf jeden Fall mal irgendwann mal eine Tür oder so drin zu haben. Ich habe eigentlich auch schon mal eine gebaut, aber da hat sich herausgestellt, das Spaltmaß wurde größer, weil da hatte ich noch keine Erfahrung. Ich habe es im Winter gemacht, Holz war nass und sobald es trocken wurde, ja, war zu viel Spalt da. Ob ich die dann irgendwie noch verwende, mal gucken. Ich wäre mir auf jeden Fall sicher, wenn es feucht wird, dass das Spaltmaß reicht. Vielleicht ist das ja auch positiv zu sehen. Aber mal gucken, vielleicht kommt ja auch doch eine Klappe noch mal vorne dran. Aber das gibt es jetzt dazu zu erzählen. Außerdem oben das Bunkerdach muss ich nach wie vor neu machen. Auch eins meiner Leichen im Keller. Die ganze Erde muss noch runter und ihr wisst ja selber, ich habe viel zu tun und eins nach dem anderen. Ich habe unten auch einen Stützpfeiler drin, dass ich da keine Probleme kriege, weil das Holz nicht mehr so gut ist. Also auf die Sicherheit achte ich da schon. Ach so, jetzt habe ich gar nicht erzählt, wie es neben dem Bunker weitergehen soll. Ich habe euch die Erde gezeigt, dass Erde noch weg soll, aber was ist da geplant? Also nochmal rüber. Also vorher habe ich das hier noch richtig gepflegt auszuheben. Hier hinten so eine Art Lounge noch mal rein, gerne überdacht, vielleicht auch nicht. Vielleicht kommt auch so ein Netz hin, wo Menschen drin liegen können. Aber hier hinten soll auf jeden Fall nur eine Ecke sein, wo ein paar Leute sich entspannen können. Natürlich ist das sehr aufwendig und hat überhaupt keine Priorität im Moment. Erde wegholen dann schon eher. Also das ist noch etwas, was in weiter Ferne ist, aber dieser Gedanke war von Anfang an da und er hat mich noch nicht losgelassen. Ganz im Gegenteil, ich habe noch ein paar neue Ideen gehabt. Aber alles dazu dann in der Zukunft. Also da müsst ihr geduldig sein. So, dann kommen wir zur eigentlichen Hashtag-Frage. Es ging auch ums Pavillon. Und das Pavillon haben wir gerade vor mir. Es ist so ein kleines, romantisches Hüttchen, könnte man sagen. Aber auch nichts Halbes, nichts Ganzes. Von daher, ich habe da schon oft vorgestanden. Ich würde es vom Herzen her sehr gerne retten. Aber das Ding kommt definitiv weg. Denk aber darüber nach, das ähnlich zu gestalten, wie es jetzt aussieht, also diesen Charakter und diese Optik zu behalten, vielleicht eine Nummer größer, vielleicht auch zwei Sachen kombiniert, vielleicht auch drei Sachen kombiniert, das wird sich noch zeigen, aber der Abbau steht fest. Fällt mir auch echt schwer, also sind einfach zu viele Rotte-Holzstücke, das Fundament ist auch nicht mehr so toll, das ganze Ding neigt sich auch langsam zur Seite, aber als Übergangslösung ist das echt optimal, also das hilft mir ja eine Zeit zu überbrücken, ein paar Sachen zu schützen, auch wenn es da reinregnet, hat es mir schon echt was gebracht und geholfen. Und ja, so haben auch mal Tomaten da Platz gefunden und so. Also klein und romantisch könnte man sagen. Ja, aber da möchte ich was ändern und auf jeden Fall was Ordentliches. Denen ist ansonsten weiter nichts mehr passiert. Eher ne, Brennnesseln, Unkraut, Quäke und so weiter hat alles seinen Platz gefunden. Die Ackerwinde hat sich breit gemacht. Aber ich habe schon noch vor, hier den hinteren Bereich die Erde komplett wegzunehmen. Und auf der linken Seite... Das ganze Stück hier soll auf jeden Fall nochmal ein anderer Sichtschutz entstehen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas an Pflanzen nehme oder was hinbaue. Das wird sich dann zeigen. Aber ihr seht selber, da ist eine Menge Potenzial. Ich habe mir ja auch sowas vorgestellt wie eine Außenküche. Und bei dem Platz wäre das doch vielleicht ganz interessant, was zu integrieren, was ich in dieser Richtung nutze. Also jede Menge Kreativität gibt es hier auszutoben. Aber erstmal Erde weg, vorher geht es da nicht weiter. Beim Podest ist das so, Podest geht einmal bis da. Und einmal bis da etwa, also das ist so ein kleiner Vorsprung. Da habe ich von dem hier geredet, Bananenpflanze, Rizinus. Und wir haben einmal gerade von der Seite auf da geguckt. Jetzt stehen wir quasi rechts davon und ich zeige noch mal ein paar Einblicke von ein paar anderen Stellen. Da geht es weiter, hier nochmal und das ganze Podest soll größtenteils so bleiben. Ich habe da jetzt keine konkreten Pläne, deswegen ist es sehr unwahrscheinlich, dass da vielleicht nochmal Erde kommt. Vielleicht aber doch, aber das wird dann halt die Zukunft zeigen.
Dann habe ich hier einen Streifen direkt an der Hecke zum Nachbargrundstück. Das ist ein gut längliches Stück, das sind schon ein paar Meter. Oh, wenn ich schätzen müsste, so 6, 7, 8 Meter, vielleicht auch sogar schon 10. Geht einmal bis zum Gewächshaus und dann halt rüber bis zu den Tonnen dahin. Also ein richtig langes Stück und ein recht breiter Streifen. Oh, ist letztendlich dann doch schon fast ein Meter, ja. Vielleicht ein bisschen weniger. Aber ich denke, das ist ein guter Platz, wenn man die Hecke in den Griff kriegt, hier auch noch mal ein bisschen frei macht. Mit den Jungs habe ich schon gesprochen, da könnte ich hier noch was hinmachen. Ich habe gedacht, da ich ja links das Holzlager habe, könnte halt hier vorne etwas hin, wo lange Balken und so untergebracht werden könnten. Somit hätte ich im Kartoffelbunker an sich einfach mehr Platz für andere Sachen. Der Bunker war schon immer recht schnell wieder voll. Oft gab es auch, ja, wie soll man sagen, man hat was transportiert von A nach B, dann muss das schnell rein oder irgendwer hat geholfen, nur rein, raus. Und hat sich das immer schnell voll gestellt und ich möchte bei Holz einfach so ein paar andere Lager finden, um den Bunker ein bisschen zu entstressen und zu entspannen, damit der mal länger ordentlich ist, weil so wie das bisher war, hat es nicht so wirklich Spaß gemacht. Jetzt habe ich die Kamera quasi einmal umgedreht, da ist das Mini-Gewächshaus. An dieser Stelle denke ich, gibt es Potenzial, in Zukunft vielleicht ein größeres Gewächshaus hinzustellen. Ansonsten ist das vielleicht auch eine Stelle, wo auf jeden Fall rechts davon, wo jetzt die Schubkarre steht und wo ich die ganzen Pferdeäpfel gelagert hatte oder auch mal Holz hinpacke, wie es jetzt auch da liegt. An der Stelle hatte ich auch überlegt, vielleicht irgendwas Teichmäßiges einzubringen. So könnt ihr das vielleicht ein bisschen besser einordnen. Die meisten kennen es ja auch schon durch meine Videos. Aber dennoch, hier vorne ist so ein Bereich, der hat Potenzial, vielleicht einen Teich anzulegen. Ich muss nur irgendwie eine Variante finden, möglichst ohne Plastik. Ich habe noch keine gefunden. Wenn ihr Ideen habt, haut mal raus. Ich habe sogar schon Pools gesehen, die aus Holz gebaut werden, weil durch die Feuchtigkeit das Holz sich so ausdehnt, durch Fugenkonzepte, dass das komplett dicht hält. Also das finde ich bei mir auch sehr interessant. Da werde ich mal forschen gehen, weil wenn sich das Plastik ersetzen lässt, wäre das noch eine tolle Sache. Dann mache ich mal kurz einen Schwenk durch meine Beete. Ganz rechts seht ihr mein Naturzahnhochbeet, beziehungsweise ein ganzes System. Jetzt sieht es gerade ein bisschen wild aus, weil hier vorne nicht mehr so viel wächst, was ich ernte. Das habe ich wuchern lassen, wo der Stein steht. Dieses Konzept, dieses System will ich beibehalten. Das hat sich bewährt gemacht. Hier vorne seht ihr, wächst überall die Queke. Das kann ich absensen, in die Beete als Mulch packen. Das hat sich bewährt, wächst nach, ist immer eine gute Sache. Somit hat man irgendwie eine Win-Win-Situation und Mulch direkt dort, wo man es braucht. Hier gibt es einmal aber ein Beet, und zwar das hier vorne. Da muss ich noch was tun. Da werde ich mir noch was überlegen. Das gefällt mir nicht, wie es ist. Aber das hinten mit den Steinen, den Übergängen, auch Naturzaunübergängen und so, das bleibt alles dann so. Man kann es gar nicht mehr richtig sehen. Ich gehe mal hin. Hier ist eine Sonnenfalle drunter. Also diese Geschichten werde ich beibehalten, denn das Zuschauerbeet war auf jeden Fall auch eine gute Sache. Dann das mit den Tomatensystemen gefällt mir sehr gut. Das werde ich beibehalten, das werde ich auch stehen lassen. Da gibt es ja ein paar Stellen bei mir im Garten, bei denen sich das auf jeden Fall gelohnt hat. Und da brauche ich nichts umsetzen, da könnte ich es ja dann wieder Tomaten rein. Ansonsten werde ich auf jeden Fall beim einen oder anderen Beet mehr Nährstoffe reinbringen. Bei den Sonnenblumen hinter mir, beziehungsweise bei dem mickrigen Mais, da fehlt auf jeden Fall was. Vielleicht vertragen die sich auch nicht zusammen. Wenn da draußen von euch irgendwer eine Idee hat, ob die zwei sich vertragen oder nicht, bitte schreibt das mal unten in die Kommentare, würde mir sehr helfen. Habe ich mir schon ein bisschen den Kopf zerbrochen, selber noch nichts gefunden, also immer her mit den Infos. Dann einmal diese Hochbeetsysteme hier, das werde ich alles beibehalten, gepflegt halten und definitiv fürs nächste Jahr vorbereiten, dass ich da direkt im Frühjahr durchstarten kann. Dann diese Beetsysteme, vorhin ja schon ein bisschen gezeigt, die werde ich auch beibehalten, das gefällt mir richtig gut. Dann nochmal das Naturzaunhochbeet von der anderen Seite, der hat sich so viel breit gemacht. Die Tomatengeschichte, Gurken, Zwiebeln, Kräuter, alles mögliche, was da drin war, das werde ich auf jeden Fall nächstes Jahr wieder so machen. Das war ein guter Mix, ein paar Sachen konnte ich ausprobieren und nächstes Jahr kann ich schon wieder neue Erkenntnisse mit einbringen. Dann habe ich hier ja noch jede Menge Holz liegen, das möchte ich dekorativ auf jeden Fall einbringen im Garten. Da gibt es auf jeden Fall die ein oder anderen Stellen, da hat das auf jeden Fall Potenzial. Ein bisschen zaummäßig wäre auch was drin, also mal gucken, wo es letztendlich landet. Vielleicht ist das mein Gartenzaun. Habe ich mich gerade angetriggert für was Neues. Mal gucken. Ja, aber ansonsten ist das ganze Stück hier vorne wieder für die Kartoffeln fürs nächste Jahr. So einen Blumen dürfen sie auch gerne wieder breit machen, aber ansonsten die Kartoffelstelle hier finde ich super. Wenn man dann einmal dran vorbeiguckt, da vorne stehen zwei kleine einsame Sonnenblumen. Anscheinend hat ihnen die Gesellschaft gefehlt. Ja, keine Ahnung, was da los war. Da war eigentlich gute Erde, viel Nährstoffe. Ja, aber die Queke unten, vielleicht mochten die einfach die Gesellschaft nicht. Dann hatte ich hier vorne ja die Bienenweide und ihr seht da ja einmal eine Ecke. Kann ich ganz hin? Bleibt das noch scharf? Da oben haben wir ein Wildbienenhotel, da eine Steinpyramide
Und wie gesagt, hier vorne ein bisschen was ausgesät. Das werde ich nächstes Jahr auch wieder verfolgen. Die Stelle hier schön machen. Am Wall vielleicht noch ein bisschen was mehr Ich machen. möchte an dieser Stelle auch nochmal betonen, wie wichtig das ist, was für die Wildbienen im Garten zu packen. Also bei mir gibt es ein paar Stellen mehr. Da vorne, das habe ich euch gerade gezeigt. Hier vorne habe ich was. Bei den Jungs haben wir was hingepackt. Und an der Stelle habe ich auch nochmal was Ja, so kann es gehen. Der Spielmannszucht zerstört mir gerade die Aufnahme. Müssen wir durch. Also fühlt euch fröhlich unterhalten, auch wenn es nicht ganz so meine Musik ist. Okay? Das könnte die Überleitung gewesen sein zum nächsten Punkt. Also, ich habe erzählt, es gibt noch ein paar Planungen und Projekte über den Gartenzaun hinaus und da suche mir jetzt mal ein Plätzchen und erzähle euch ein bisschen mehr davon. Jetzt kommt der Part, da müsst ihr ganz aufmerksam zuhören, weil es betrifft jetzt ein paar Themen und eine Sache davon, die ist ganz groß, die liegt mir schon länger ja, auf der Seele, auf dem Herzen. Ich möchte es kundtun und heute ist das endlich soweit. Als erstes, ich habe ja das letzte Mal schon eine Gemüseerntefolge gemacht, der besonderen Art. Da steckt da was hinter, ein Nachhaltigkeitsgedanken. Also wer die Folge verpasst hat, da geht's lang. Freunde von mir haben ab und zu als Highlight, dass sie Essen aus meinem Garten kriegen. So viele Ernten gibt es letztendlich nicht, aber wenn es da mal einen Überschuss gibt, sprechen wir uns ab. Die bekommen was und können ihren Gästen zeigen, was für tolles Essen es geben kann, wenn man nachhaltig anbaut. Wie toll Essen schmecken kann, wenn man es nicht aus dem Supermarkt holt. Da gibt es Unterschiede und nicht nur das, man spart ja auch eine Menge Plastik und Co. Aber das ist dann nochmal ein anderes Thema. Die Jungs wollte ich auf jeden Fall unterstützen. Eine Gemüsekiste haben sie gestern gekriegt, also schaut euch das Video Gibt mal an. Natürlich Themen, die mir besonders wichtig sind. Also Nachhaltigkeitsgedanken habt ihr mitgekriegt, das möchte ich generell auf meinem Kanal auch mehr pushen. Bin ja schon auf einem gewissen Weg und habe schon viel verändert bei mir. Es wird weiter so sein. Ich bin ein kreativer Kopf. Ich bin auch ein chaotischer Kopf. Ich kann nicht alles gleich machen, deswegen gibt es auch immer Abwechslung in den Ich habe mir Videos. natürlich auch was dabei gedacht, Videos zu bringen, die vielleicht auch für euch erstmal normal erscheinen, wie irgendein Tomatenratgeber mit Tipps und Tricks. Aber da steckt natürlich mehr hinter. Es geht um Permakulturgärten. Alles ist ein bisschen anders und da könnt ihr euch ganz viel draus ziehen. Und ich bringe auch immer Infos in den Videos, die euch bereichern sollen. Ich bemühe mich immer sehr, dass meine Videos euch irgendwie bereichern, auch wissen, was ich herausfinde, was ich euch an euch weiter transportieren kann. Da möchte ich nochmal dran erinnern, wie auch in diesem Video, Hashtag FragLars. Das ist bestimmt was für euch. Bringt euch ein. Im Sinne der Nachhaltigkeit ist das ja wichtig, auch Themen aufzugreifen, die mir vielleicht jetzt nicht so direkt einfallen, aber ihr könnt mich gerne antriggern. Ich bin da sehr offen für sehr vieles. Soll natürlich letztendlich zu meinem Gedankengut passen. Also ich muss da natürlich am Ende auch voll hinterstehen. Aber es gibt bestimmt Bereiche, die ich noch nicht kenne. Also stoß mich da gerne auf was, wenn das zum Inhalt passt und so weiter, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr was in die Kommentare schreibt. Bevor wir zum dicken Brocken kommen, das ganz Besondere, was ich angekündigt habe, wird es in meinem Garten natürlich auch irgendwann den Teil der Kreativoase geben. Ich habe euch den Garten gezeigt, ich habe euch was über die Gestaltung gezeigt, was ich so vorhabe und im hinteren Bereich beim Bunker, da soll ja so meine Kreativoase sein, wo ich auch mal Sachen baue, bastel und so weiter und so fort. Da ist ein bisschen mehr Platz angedacht dafür. Und ich habe ja auch schon jede Menge Spermischätze gesammelt. Also Spermischätze, wer das schon verpasst hat, ne? Also ich habe einiges in meinem Garten geschleppt, was ich auf Sperrmüllhaufen gefunden habe. Auch mal, was mir sonst zugetragen wurde. Es wurde ja auch mal gefragt, ob ich irgendwas gebrauchen kann. Generell immer. Das Problem ist immer der Transport. Ziemlich aufwendig, wenn verschiedene Leute einen fragen. Man kommt einfach nicht hinterher, alles immer in seinen Garten zu kriegen. Und an dieser Stelle mal vielen Dank für alle Unterstützer, für alle, die mir Sachen in den Garten gebracht haben. Ob es die Sense war, Nils und Anhang. Mein Vater oder meine Schwester, die mir letztens Holz vorbeigebracht haben. Oder Sven, der mal geholfen hat. Oder wie auch immer. Spielt keine Rolle. Vielen Dank an dieser Stelle für alle, die das auf jeden Im Fall sehen. Persönlichen habe ich das ja sowieso immer gemacht. Auf meinem Kanal geht es um Allgemeinwohl. Ich möchte was fürs Allgemeinwohl tun. Auf YouTube wird man nicht reich. Also ich mache das nicht, um reich zu werden. Ja, aber es auf gewisser Weise bietet mir das schon eine Chance, im Leben voranzukommen. Aber generell vom Kern geht es mir ums Allgemeinwohl, um alle Menschen auf diesem Planeten am Ende. Ich werde natürlich nicht alle erreichen. Ich erreiche gerade mal meine 2000 und alle Besucher, die auf meinem Kanal sind. Ich hoffe, das werden mehr. Ich hoffe, ich kann mehr Leute mit der Nachhaltigkeit anstecken. Ich selber bewege mich ja auch immer mehr Richtung Nachhaltigkeit. Ich bin nicht in vollendeter Form nachhaltig lebend. Aber mit meinem Garten kann ich schon mal ein ganz gutes Beispiel vorangehen. Im Privatleben tut sich da noch viel. Es geht ja auch um die Plastikprobleme, Müllprobleme. Es geht um weniger ist mehr, eine bessere Balance zwischen Leben und Arbeit. Und das kann ja alles miteinander verschmelzen. Ich gehe meiner Berufung nach. Ich denke, das ist mein Anteil, ja,
das, was ich gebe für unsere Gesellschaft, und ich hoffe, dass ich einfach viel, viel mehr Menschen da draußen anstecken kann. Also hier, ne, wer mich noch nicht abonniert hat, Abo-Knopf drücken und dabei bleiben und Menschen in eurem Umfeld anstecken. Das wäre echt toll, wenn ihr dabei seid. So, und jetzt kommt das Allergrößte. Ne? Ich habe es jetzt schon ein paar Mal angekündigt. Das soll auch nicht mit leeren Worten behaftet sein. Das ist eine ganz große Sache. Ich mache es am Ende des Videos. Klar, mit der Gefahr, dass es nicht viele gucken werden oder dass nicht alles gucken werden. Darum geht das nicht. Ich werde das nochmal gesondert angehen. Aber heute kann ich das ankündigen auf diesem Wege. Und zwar hinter den Kulissen gibt es schon, ja, in meinem Kopf schon längere Zeit, in anderen Köpfen schon längere Zeit. Aber ich sag mal, wir sind ein Team. Und hinter den Kulissen war ich aktiv und habe eine Idee verfolgt. Wir haben eine Idee verfolgt. Hier in Husum, wo wir sind, wollen wir anfangen. Und zwar wollen wir nach Husum einen Stadtgarten holen. Boom, Lars, da hast du dir aber viel genommen. Da habt ihr euch aber viel genommen. Ja, viel vorgenommen. Ja, das haben wir. Das ist uns bewusst. Wir sind das ganz gründlich und gewissenhaft angegangen. Wir haben angefangen zusammenzutragen, was wir wollen, ein Konzept erarbeitet, haben auch Zeichnungen angefertigt und so weiter und so fort, haben mit Leuten gesprochen, haben uns Grundstücke angeguckt, haben zusammengesessen, auch mit Institutionen geredet, die Fördergelder zur Verfügung haben. Und in dieser Geschichte, ja, steckt so viel Gutes, weil es ist nicht nur der Stadtgarten Husum, sondern es wird einen weiteren YouTube-Kanal geben zu diesem Thema. Wie der heißen wird, steht noch nicht fest. Verfolgt mich, das wird in Zukunft auf jeden Fall kommen. Das werde ich auch hier über meinen Kanal transportieren, dass ihr das mitkriegt, was da anderweitig noch passiert. Aber das Hauptgeschehen wird natürlich da stattfinden. Und diesen Kanal möchte ich aufbauen, gerne mit eurer Hilfe. Ihr dürft mich sehr gerne unterstützen. Ich wäre super, super dankbar, wenn das dann losgeht, dass ihr mit rüber switcht, an der Sache mitwachst und gemeinsam mit mir was tut. Also es geht um Aktivismus, es geht um Proaktivität, um ins Handeln kommen. Und zwar, ihr könnt alle handeln. Es geht darum um Bürger, um Bürgerinitiativen. Ich möchte die Menschen verbinden über diesen Kanal. Also auf dem Kanal werde ich natürlich zugegen sein. Hinter der ganzen Sache werden mehr Menschen stecken. Und der eine oder andere wird da auch mal ins Bild huschen. Und ich möchte auch natürlich das Projekt begleiten, dokumentieren. Ich möchte Menschen da draußen helfen, Ansatzpunkte zu geben, an wen ihr euch wenden könnt. Wo geht ihr hin? Wie fängt man überhaupt an und so weiter und so fort. Das werde ich alles über diesen Kanal dann transportieren, damit ihr die Möglichkeit habt, bei euch in eurer Stadt was zu bewegen. Und ihr wisst, wie das ist. Viele Stellen bewirken was ganz Großes. Und gemeinsam können wir super, super stark sein. Das Volk hat so viel Macht und wir haben so viele Möglichkeiten. Wieso nutzen wir die nicht mal? Rücken wir zusammen, bewegen was und gehen mal voran, verändern was in den Städten, machen wir die Städte grüner, machen wir die Städte gesünder. Und es geht natürlich um den nachhaltigen Anbau, um Permakultur. Auch da geht es um Permakultur. Und ja, Stand der Dinge, und das kann ich soweit schon mal sagen, uns wurden Grundstücke angeboten, die Stadt steht hinter uns, Politik hat Interesse, es gibt jede Menge Menschen mit gutem Herzen, die mitmachen wollen, die auch Ideen haben. Es gibt auch andere Felder, ihr kennt das ja mit den Blumenwiesen und Blühstreifen, da gibt es Aktionen. Und jetzt fängt der Regen an, ich muss mich kurz fassen. Auch in dieser Hinsicht wollen wir verbinden und ein bisschen aufzeigen, was alles möglich ist, was man machen kann, was es schon gibt. Und wollen so einfach mal unser Städtebewusstsein ein bisschen stärken und mehr zusammenfinden. Ja, das steckt da so hinter. Und darüber hinaus, einmal im Jahr, jetzt muss ich mich beeilen, einmal im Jahr gibt es oder soll es auch ein Erntedankfest geben. Ja, der Wind kommt jetzt auch, ich zieh's durch. Und ja, damit die Leute auch mal wieder schätzen lernen oder zu schätzen wissen, was die Mutter Natur eigentlich für uns zur Verfügung stellt, was wir Gutes von ihr haben. Und wir sind ein Teil des Ganzen und gesundes, tolles Essen, was uns gut tut, regional besorgt, nicht immer überall von fern her. Regional ist immer am besten, das verhindert Lieferwege und ihr glaubt gar nicht, wie toll Essen schmeckt. Das muss jetzt reichen. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank, dass ihr mir so lange zugehört habt. Ja, der Regen wird toller. Vergiss mich nicht zu abonnieren, bewertet gerne das Video und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Lars. Danke, danke, ich bin raus.